Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnage und willkommen zu einem neuen Live-Commentary. Diesmal Call of Duty Ghosts in dem neuen DLC. Und wir spielen auf Favela. Ja, Favela ist da drinne. Unglaublich aber wahr. Und das ist auch der Grund, wieso ich das Spiel wieder reingelegt habe. Viele werden sich natürlich beschweren, weil sie Call of Duty Ghosts nicht mögen. Allerdings, ich finde, wenn ein DLC rauskommt mit meinem Lieblings-Call of Duty, beziehungsweise einer Map aus meinem Lieblings-Call of Duty, dann bin ich quasi gezwungen zu spielen. Stirb und keiner mag dich. Und, ja, jetzt sind wir hier in Favela. Und ich muss sagen, diese Map sieht wirklich eigentlich genau gleich aus. Nur, dass sie halt ein bisschen bunter ist, finde ich. Also, die Farben wurden ein bisschen verbessert. Und, ich finde das zwar schön, aber ich finde, dass die Farben verbessert wurden, finde ich ein bisschen unübersichtlich. Man findet die Gegner nicht so schnell. Und ich habe manchmal Probleme, ein paar Gegner zu sehen. Und ja, ich spiele hier mit der MTX mittlerweile einer meiner Lieblingswaffen hier. Wenn ihr seht, wie schnell sie killt, obwohl das eine knappe Geschichte war. Und wie nennt man dieses Perk nochmal, womit man gegnerisches Equipment sehen kann? Ich habe den Namen jetzt leider vergessen. Aber das finde ich in Call of Duty Ghosts quasi eine Pflicht. Weil ohne Scheiß, die Gegner hier, ne? Die sind mit total, ich weiß nicht, mit diesem automatisch explodierbaren C4 bewaffnet. Deswegen muss das sein. Sobald ihr dieses Perk habt, geht's auch. Also dann geht's auch. Werfen wir mal eins da rein. Ich hab's mittlerweile auch mal dabei, damit's fair ist. Auch wenn ich dieses Perk nicht so gut finde. Ich meine, dieses Equipment nicht so gut finde. Und ja, nun, es ist ja wieder eine Woche her, dass ich ein Video hochgeladen habe. Dafür wollte ich mich, ja, wie immer entschuldigen. Also, ja, ich denke, also es ist jetzt nicht das erste Mal passiert, dass ich jetzt längere Zeit nichts hochgeladen habe. Obwohl eine Woche ja jetzt nicht so lange ist, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und ja, jetzt will ich wieder hochladen, regelmäßig auf diesem Kanal. Und ich habe mir was gedacht. Oh, die gehen da hoch. Oh, ich kann, oh, von hier, Gott, mein, ey, ich kann nicht treffen. Was, ich kann nicht treffen. Okay, schnell runter hier. Oh Gott, diese Waffe auf, ja, Ferndistanz ist nicht so gut. Da von unten kommt einer, glaube ich. Ich höre jemanden. Da ist der. Oh ja, die sind alle oben. Die sind alle oben. Bitte töte mich nicht von hinten. Bitte. Wo spawnen die? Wo spawnen die? Ich glaube, er hat die spawnen da. Der ist hier. Du wirst sterben, mein Freund. Du wirst sterben. Vielen Dank für die IMS. So, was wollte ich sagen? Genau. Also jetzt versuche ich wieder regelmäßig Videos hochzuladen. Und werde ich auch. Mit vielen Live-Commentaries, um euch zu versorgen. Damit ihr eure tägliche Portion Danny Burnage bekommt. Und was ich eigentlich so vorhatte, war, dass ich mehr so ein bisschen mit den Entwicklern zusammenarbeite, um euch mehr zu informieren, ja, um euch mehr über das neue Call of Duty zu informieren, über immer neue Sachen, wenn es um Call of Duty geht, immer die neuen DLC-Spiele und so weiter und so fort, damit wir auch das spielen, was wirklich, wirklich neu ist in diesem Spiel, wenn ihr versteht, was ich meine. Und damit ihr auch über alles Bescheid wisst und so weiter und so fort, und ich weiß gerade nicht, von wo ich angeschossen wurde, aber irgendwo aus irgendeinem Haus, und ich spawn jetzt hier gerade. Was macht der Typ da, Alter? Was macht der da? Du bist tot, mein Freund. Du bist tot, mein Freund. Die haben eine. Ah, wir haben einen Kampffeind. Ich habe 6 Kills und schon einen Kampffeind. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ich werfe eine Granate. Anstrengend. Okay, jetzt. Ich leg mich hin. Pass auf, Leute. Die beste Taktik der Welt. Nein! Sie hat nicht geklappt. Was? Oh nein. Was habe ich für ein 17? Oh, ich habe ihn gekillt. Wie habe ich ihn gekillt? Ah, durch den Helikopter, ne? Oh Gott, der Heli ist hier so überpowert, Leute. Ernsthaft. Ich muss sagen, die Map ist echt geil. Also, die gefällt mir echt gut. Hat auch gar nicht so lange gedauert, bis ich mich hier eingefunden habe. Weil ich sie halt schon relativ gut drauf habe. Wegen aus MW2 natürlich, ne? Oh nein, 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 nein! Gott, so unnötiger Tod. Und nur, weil ich nicht nach oben geguckt habe. Unnötig, ernsthaft. Und natürlich, weil ich gestern auch schon 3 Stunden gespielt habe. Und hier befindet sich einer drinne. Was soll das, mein Freund? Du musst sterben, weil du gecampt hast. Den bekommst du. Gib mir die Ripper. Gott, haben die viele. Ich glaube, ich sollte mir die kaufen. Ernsthaft, die haben so viele. Und ich hebe die immer auf. Und ich liebe das. Guck mal, wie ich das öffne. Richtig geil. So, erstmal müssen wir die IMS zerstören. So, aber dass wir ja nicht selber sterben werden. Was? Wie wählen die aus? Was? Oh Gott, da befindet sich irgendwas in der Luft. Oh oh. Da ist eine C4. Okay, wir wissen schon mal eins. Da oben befindet sich jemand. Deswegen. Ah, ich muss da hoch, ne? Ah, ach, der, mein Freund. Das hast du also getan. Das geht ja mal gar nicht. Oh nein, 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 nein. Schnell weg hier, schnell weg hier, schnell weg hier. Nein, oh nein. 2 Leute kamen hoch. Was? Ich hatte die gar nicht. Oh, IMS. Ich hatte eine IMS platziert. Doppelkill. Wegen der IMS.
Und dieses Teil ist immer noch... Oh Gott, ist es actionreich hier. Du musst sterben, mein Freund. Nix wird mit dem Gecampe. Ich meine, wenn mein Heli in der Luft wäre und da reingehen würde, würde ich sagen, okay, camp ruhig. Oh nein, 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 nein. Ich muss nach oben. Nein, oh, der campt da immer noch. Was für ein klassisches Spiel. 35 zu 32 ist der Score. Können wir das Spiel gewinnen? Das ist hier die Frage. Einmal hier in C4 platzieren, falls mein Team nicht in der Lage ist, diese Position dort zu halten. Ein übelklasses. Oh Gott, wieso sehe ich die denn nie? Was macht ihr da? Was? Mein Teammates, was zum Teufel? Ich habe mich auf euch verlassen. Gott, wenn man sich auf die Teammates nicht verlassen kann, ernsthaft. Eieieiei. Also würde ich euch gerne fragen, was ihr von der Idee... Ah, verdammt. Nein! Oh doch, wir haben ihn noch bekommen, ne? Aber wir... Nee, das war nicht der, den wir gekillt haben. Oh, schnell rein. Schnell rein. Ich will nicht dadurch sterben. Werfen wir mal den C4. Diese Teile sind OP. Und diese Teile sind halt richtig noobig. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich, die zu haben. Ernsthaft. Weil, ganz ehrlich, wenn die Gegner sowas benutzen, wieso sollte man sowas nicht selber benutzen? Nein! Was? Gott, wie spiele ich gerade? 7, 17 zu 8. Wow, was zum Teufel? Ich muss auch sagen, ich bin mir nicht genau sicher, ob es daran liegt, dass ich Ghost so wenig gezockt habe. Aber ich bin nicht so gut in dem Game. Also ich bin nicht so gut wie in anderen, zum Beispiel Black Ops 2 oder sowas. Oh Gott, da ist einer. Ja! Oh Gott, ich hasse es, wenn ich wenig Leben habe und gegen den Gegner kämpfen muss. Und da ist einer. Ja, IMS! Auf dieser Map ist es IMS perfekt. Hier kommt keiner mehr hoch, meine Freunde. Hier kommt keiner mehr hoch. Damit kann ich mit euch wetten, pass auf. Okay, er befindet sich da hinten. Gott, ist das gerade eine Spannung. Ich will nicht sterben gerade. Ja, nein. Komm, bitte tut ihn, bitte tut ihn. Oh Gott, meine IMS macht gar nichts. Ja, ich glaube, die ist sogar kaputt gerade. Ja, die haben es zerstört. Wow. Unglaublich. Es sind 51 zu 49. Ich bin so gespannt, ob wir das Spiel hier gewinnen können. Ich bitte. Ich will das Spiel unbedingt gewinnen. Tut ihn, tut ihn, tut es. Bevor es Kinder legt. Ich meine Eier legt. Ich bin der beste Spruchsprecher der Welt. Ernsthaft. Oh, da ist einer. Mein Freund, du mit deinem Lungecampen. Mit dem sollte ich mich allerdings nicht anlegen. Weil er doch wahrscheinlich eine Ferndistanzkampfwaffe hat. Und mit der will ich mich nicht anlegen. Ein C4 dorthin, vielen Dank. Ja, wir haben sogar einen Kill damit bekommen. Das war mit dem C4, ne? Ja, das war sogar. Cool. Ich habe gerade nach unten links geguckt, weil ich dachte, ich muss da drauf gucken, wenn ich sehen will, wie ich ihn gekillt habe. Und verdammt, dieser Hubschrauber, der provoziert mich gerade. Ah, und übrigens, das Gras ist hier weg. Weil ich es aber auch sehr gut finde. Das Gras war hier so OP, ernsthaft. Das Gras war hier so stark. Also ich meine jetzt nicht das zum Rauchen, sondern das hier in der Ecke. Falls ihr gefragt habt. Das war ein schlechter Witz. Nein! Was zum Teufel? Was zum Teufel? Manchmal denke ich mir, wie kann ich... Guck mal, jetzt deswegen verlieren wir. 58 zu 60. Kommt, Leute, das können wir noch schaffen. Das können wir noch schaffen. Oh Gott, ist das eine Anspannung? Oh Gott, mein Aim in Call of Duty, ernsthaft, bitte. Nein, bitte, Team, bitte. Bitte, wir sind 25-10. Ich schaffe es nicht, dieses Spiel zu führen. Oder ich denke immer, diese Müllsäcke sind irgendwie Gegner. Aber nein, das sind sie nicht. Oh, was? Es geht nur bis 65? Oh, wir haben verloren. Oh, wegen der IMS. Wow, was für ein Astronautenhelm, ne? Ist das ein Astronaut? Habe ich noch gar nicht gesehen. Gott, sind hier viele DLCs rausgekommen. Ernsthaft. Als ich gehört habe, dass Favela draußen ist, habe ich gleich sofort Favela gespielt. Also, beste Map ever. Wollt ihr mehr vom DLC sehen? Viele, viele weitere Maps. Hier kann ich euch einen kleinen Einblick zeigen. Einen Moment. Was haben wir freigeschaltet? Hier, Pharao und Mutini. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr gerne die Maps sehen wollt, gebt dem Video einen Daumen nach oben, falls euch natürlich das Video gefallen hat. Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr von Favela hält. Eine Map aus MW2, dem Call of Duty, mit dem ich angefangen habe. Was wir übrigens auch mal spielen sollten, bevor die Server shut gedownt werden. Yeah, Ghetto-Sprache. Und dann werde ich dich im nächsten Video wiedersehen und sage wie immer noch 3, 2, 1.